Wir waren Anfang des Jahres in Portugal und haben uns da ein paar Produzenten angeschaut und sind mit denen gerade noch im Kontakt, weil wir eine Kollektion erarbeiten, die wir hoffentlich nächstes Jahr dann rausbringen können. Und warum wir da waren und was die Hintergründe sind, das erzählen wir euch jetzt. Wir haben ein paar Punkte, die wir auf jeden Fall verbessern möchten mit der Produktion in Europa. Und die stellen wir euch jetzt vor. Also zum einen ist es die Qualität verbessern. Wir möchten, dass die Produkte richtig gut genäht sind und dass da keine kleinen Fehler sind. Und dementsprechend auch, dass die Produkte eine Zertifizierung bekommen, ob es jetzt GOTS ist oder ein Bio-Siegel. Da sind wir auch gerade noch mal überlegen, was das Beste ist für uns und auch für euch. Wir wollen die Lieferkette besser nachvollziehen können. Das heißt, mit den Produzenten in Europa haben wir einen Kontakt. Wir können die regelmäßig besuchen. Was natürlich auch heißt, dadurch, dass wir regelmäßiger da sein können, dass die Transportwege kürzer werden und das Ganze dann auch per Truck zu uns nach Deutschland gefahren werden kann und nicht mehr per Flugzeug verschickt wird. Und wir möchten auch eine neue Zielgruppe erreichen. Wir sind jetzt sehr viel auch mit jungen Leuten in Kontakt und würden voll gerne auch eine Kollektion für Ältere machen und da einfach eine Variation für verschiedenste Menschen rausbringen. Und das wäre auch dann mit neuen Stoffen und neuen Schnitten, die auch jeder tragen kann, verbunden. Wir werden ein paar mehr Basics mit reinbringen, mit einer höheren Verfügbarkeit. Das heißt, es ist alles nicht mehr ganz so schnell ausverkauft und wir müssen nicht mehr so lange warten, bis die Sache aus Nepal kommt. Ihr habt die Möglichkeit, einfach öfters Sachen zu kriegen, die regelmäßig bei uns im Shop verfügbar sind. Ansonsten, natürlich spielt der ökologische Fußabdruck noch eine große Rolle. Also wie Pia schon gesagt hat, die Lieferwege werden kürzer und es wird nicht mehr verschickt per Flugzeug und dadurch eben auch die ganze Kette verkleinert und das trägt auch der Umwelt bei und wir können auch neue Stoffe benutzen, die zum Beispiel recycelt wurden oder spezielle neue Verfahren verwenden, die in Nepal noch gar nicht bekannt sind, um dann eben so wenig CO2 wie möglich auszustoßen. Und was auch noch ein Vorteil ist, gerade haben wir auch so gut wie gar kein Plastik, weil unsere Ware in großen Säcken ankommt, aber von Europa aus wäre es sogar möglich, komplett in Kartons zu versenden. Das heißt, wir wären auch komplett plastikfrei. Yes. Und was wird sich verändern, wenn wir in der Zukunft in Europa produzieren werden? Also wir haben einmal eine ständige Qualitätsverbesserung für euch. Wir können die Lieferkette transparenter machen. Was sich auf jeden Fall verändern wird, ist, dass wir in Europa und in Nepal produzieren werden. Also wir werden nicht Nepal irgendwie cutten und da nichts mehr produzieren, sondern wir haben schon vor, zwei verschiedene Kategorien anzubieten. Einmal Europa, zertifiziert, qualitativ hochwertig, dann vielleicht ein bisschen teurer. Und dann aber auch in Nepal von den kleinen Familien immer noch beziehen und die dann aber nicht zertifiziert sind, ein bisschen günstiger, aber dafür haben die Produkte auch Ecken und Kanten und sind einfach, ja, da steckt noch sehr viel Leben drin und die sind sehr individuell, so kann man es vielleicht sagen. Genau, und die Stoffe, die es in Nepal gibt, die wir gerade benutzen, wie die für unsere Geri-Jacken zum Beispiel, kriegen wir halt in Europa nicht. Ja. Und das wollen wir natürlich auch alles beibehalten. Oder Hanf zum Beispiel, also Hanf ist ja auch sehr bekannt für Nepal und das würden wir nach wie vor in Nepal produzieren. Und das ist auch wichtig, dass wir da jetzt nicht die Arbeit aus Nepal wegnehmen, nur weil wir bessere Qualität und so weiter haben möchten, sondern dass wir auch immer noch nach wie vor die Familien, die wir von Anfang an mit begleitet haben, auch weiterhin unterstützen. Und ihr als Käufer könnt quasi euch aussuchen, wo ihr mehr hintersteht oder was ihr unterstützen wollt. Ob ihr sagt, nachhaltige Mode aus Europa oder auch ein bisschen was Individuelles, Abgefahrenes aus Nepal, was auch ein bisschen der Grundstein von Madekind ist und deswegen bleiben wir auf jeden Fall auch weiter dort. Genau.